Vielen Dank für die freundliche Einladung und auch für die freundliche Vorrede. Ich bin sozusagen NATO-Versteher. Ich war seit 1976 in der größten Friedensbewegung Deutschlands. Das war damals die Bundeswehr. So hat man uns das gesagt und ich habe das auch ganz ehrlich geglaubt, denn damals galt noch, dass kein Soldat einen anderen Menschen erschießen soll. Mir wurde gesagt, ihr sollt den Feind nicht töten. Ich habe gesagt, wie bitte? Nicht töten, der Soldat muss doch töten. Nein, er muss nur den Angriff abwehren, am besten durch Abschreckung. Und wenn er in die Beine schießt und er dann nicht weiter angreift, ist Schluss. Ihr habt nicht den Auftrag, ihn zu töten. Erst heute sagen Angehörige unserer Regierung, ja, die Soldaten müssen wieder das Töten lernen. Nein, das müssen sie nicht. Sie müssen schießen lernen, damit sie nicht töten müssen. Und wir haben natürlich rausgehört, auch die Beine heißt Brustbein, Stirnbein, Schläfenbein. Also diese Witze haben wir gemacht, aber das haben die tatsächlich damals gemeint. Und noch viel, viel schöner, die haben auch damals gemeint, man dürfe keine Angriffskriege begehen. Man dürfe sie auch noch nicht mal unterstützen. Und wenn der Befehl käme, da habe ich natürlich gesagt, naja, der kommt nie. Ne? Aber wenn der Befehl käme, dann müsste man erstens remonstrieren und zweitens, wenn das nichts hilft und der betreffende Vorgesetzte sagt, ja, habe Ihren Widerspruch zur Kenntnis genommen, aber wir machen jetzt trotzdem den Angriff mit, dann muss man den Gehorsam verweigern. Und was ist passiert, wurde schon gesagt, bis zur Degradierung und dann in Leipzig erst die Aufhebung erster Klasse, wo man gesagt hat, dass, da muss noch nicht mal ein Major der Bundeswehr mitmachen bei solchen Verbrechen. Aber diese Leute, die damals befohlen haben, den Diensteid zu brechen und die Gesetze nicht mehr anzuwenden, in meinem Fall war das ein Admiral, die nenne ich nicht Generäle oder Vorgesetzte, die nenne ich Schwerverbrecher. Ganz offen nenne ich die Schwerverbrecher. Zumindest dann, wenn die wussten, dass es sich um einen Angriffskrieg handelt, dann nenne ich die Schwerverbrecher. Und das war nicht so schwer, denn es kam am Tag davor im Fernsehen, wenn der Krieg losgeht, ist das ein klarer Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs. Daher ein kleiner Widerspruch zur Vorrede. Man muss nicht so viel Arsch in der Hose haben, obwohl man den schon spürt, der geht einem auf Grundeis, wenn man so einem Admiral da gegenüber sitzt und der meint, man muss doch jetzt sämtliche früheren erhaltenen Befehle in der Pfeife rauchen und nur nach der Pfeife tanzen. Aber diejenigen, die Angst haben müssen, das sind nicht die, die für den Frieden eintreten. Wir müssen uns nur beschimpfen lassen. Wir müssen uns als vielleicht gefallene Engel aus der Hölle, als Nazis und so weiter beschimpfen lassen. Von Leuten, die für Rassismus sind, die dafür sind, dass in der Ukraine Russen ihrer Sprache und Kultur beraubt werden dürfen. Das ist natürlich ein Punkt, den Putin verhindern wollte. Insofern diese Nazis mit den Symbolen und SS-Runen, Hakenkreuzen, alles, das hat er ja nicht erfunden. Das ist ja real. Also auch da widerspreche ich. Natürlich hat Putin auch einen Grund, diesen Russen, das sind ja ethnisch, sind das ja Russen, wenn auch Ukrainer vom Pass her, denen zu helfen. Das, damit ich nicht falsch verstanden werde, das rechtfertigt in meinen Augen den Krieg nicht. Ich glaube, dass das, was Putin da gemacht hat, einer der vier Punkte ist, die alle miteinander rechtswidrig sind. Fangen wir von vorne an, was Ukraine betrifft. Erstens, 2014, der Putsch der USA war illegal. Man darf in ein anderes Land nicht eingreifen und dort die legal gewählte Regierung beseitigen. Ohne diesen Putsch hätte es den Ukraine-Krieg nicht gegeben, der 2014 ja dann gleich begonnen hat. Wohlgemerkt nicht durch Russland angefangen wurde, sondern durch die Ukraine als Bürgerkrieg. Die haben ungefähr 14.000 eigene Leute, also Ukrainer, wenn auch ethnische Russen, egal, ungefähr 14.000 Ukrainer auf dem Gewissen. Und auch das, sage ich, rechtfertigt nicht den Einmarsch Putins. Der kann zwar sagen, wie es die NATO ja auch gemacht hat, 99, Responsibility to Protect, aber im Völkerrecht gibt es halt nur zwei Kriterien. Entweder Artikel 51, also man wird selbst angegriffen, wurde er nicht, es war ukrainisches Gebiet. Oder die UNO beschließt, er hätte zur UNO gehen können und sagen, hier, da werden Leute massakriert, ermächtigt mich mal. Wenn die UNO ermächtigt, ist das legal. Egal wen sie ermächtigt, ob ein Land, ob die BRICS-Staaten, ob die NATO-Staaten, wer auch immer. Auch das war nicht der Fall. Also war auch diese Eskalation zum internationalen bewaffneten Konflikt
völkerrechtswidrig. Zumindest habe ich so gelernt. Ich weiß, es gibt da andere Leute, die sagen, nein, in dem Fall war Nothilfe angesagt. Kann ja einer anders werten. Mir wurde es so beigebracht. Aber jetzt kommt der vierte Punkt. Und da gibt es überhaupt keine Zweifel mehr. Da sind sich alle einig. Der Grund, warum dieser Ukraine-Krieg heute noch läuft, ist nicht Putin. Ist übrigens auch nicht Zelensky. Denn die waren sich einig. Zelensky hat vorgeschlagen, März, April, Sie wissen das, die Verhandlungen haben zu einem Ergebnis geführt, auch wenn unsere Medien uns die Hucke voll lügen und sagen, mit Putin kann man nicht verhandeln. Man konnte und man hat sogar ein Ergebnis gehabt. Putin hat gesagt, ich gehe aus allen Gebieten raus, die ich seit dem 24. Februar besetzt habe. Und Zelensky hat gesagt, dann würde ich die NATO nicht ausdehnen. Beide waren glücklich und zufrieden. Aber der Wertewesten hat gesagt, in Form von Boris Johnson, der am 9. April nach Kiew gereist ist, dieser Krieg darf noch nicht zu Ende gehen, wir sind noch nicht so weit im Westen. Das heißt, die Schuld dafür, dass jetzt noch Leute sterben, die liegt beim Wertewesten. Ganz einfach. Und jetzt will ich in 5 Minuten noch ein paar Dinge sagen, wie unsere Medien uns tatsächlich belügen und betrügen. Ich rede nicht nur davon, dass sie uns da nicht vollständig informieren, das wäre ja nur Zensur. Zensur findet ja täglich statt. Übrigens zum Teil ganz legal. Man darf einen Arbeitgeber ja auch nicht da irgendwie schädigen. Also, dass ich das über meine Vorgesetzten erzählen darf, liegt daran, dass ich der Betroffene bin. Hätte ein anderer mitgekriegt, wie ich behandelt werde, dass ich für das Eintreten für Recht und Gesetz erstmal in die Klapsmühle komme und dann zum Staatsanwalt geschickt werde oder der wie gesagt, gegen mich ermittelt und. Einschließlich Degradierung durch das Truppendienstgericht und dass vor allen Dingen die Vorgesetzten sagen, bitte das Recht brechen, nicht nur bitte, Sie müssen es jetzt brechen. Wenn ein anderer das erfahren hätte, hätte der das ja gar nicht an die Öffentlichkeit bringen dürfen. So einfach sind unsere Zensurgesetze. Aber ich war der Betroffene, also darf ich das dann bringen. Was meine ich mit den Dingen mit der Zeitung, die Zensur macht und Schlimmeres, nämlich das Umdrehen, Volksverhetzung. Nehmen wir nur 2 Beispiele, die übrigens ich hier nicht belegen kann. Wer was zum Schreiben hat, muss nur 3 Worte sich merken oder aufschreiben, dann kann man das auch belegt finden. Das erste ist Mariupol. Da haben ja nicht die Russen, sondern die Ukrainer die Leute als Schutzschild gehalten. Und Spiegel Reuters hat gesagt, die bösen Russen, die haben die als Schutzschild gehalten. Als dann die Zeugin gesagt hat, jawohl, wir wurden als Schutzschild gehalten. Die haben uns nicht raus, die haben uns nicht gehen lassen. Wurde geschnitten. So dass wir glauben, okay, das haben wir ja gelernt, die bösen Russen. Die hat aber gesagt, aber es waren nicht die Russen, es waren die Ukrainer. Und das dürfen wir dann natürlich nicht erfahren. Und wenn vorher gesagt wurde, es waren die Russen und dann so zufällig geschnitten wird, ist das Volksverhetzung und nicht nur etwas abschneiden, nicht nur Zensur. Zensur wäre, wenn man es gar nicht bringt. Beispiel ist noch schlimmer, denn es waren ja Russen, die in Mariupol da einmarschiert sind. Die sind ja nicht wie Israelis, die bringen ja nicht einfach die Zivilisten mit um und sagen, es ging nicht anders, sondern Putin hat gesagt, okay, dann schießen wir halt nicht, dann regeln wir nur ab. Auf Deutsch, die haben alle überlebt. Im Gegensatz zu Palästina, zu den Geiseln, wo viele durch Israel umgekommen sind, schon am 7. Oktober. Aber etwas Schlimmeres ist passiert, nämlich Butscha. Und wenn man da auf der Straße Leute fragt, ich habe es immer wieder getan, auch gestern, dann gibt es im Grunde nur 2 Antworten. Die einen sagen, Butscha, weiß ich nicht, habe ich nichts gehört, ist mir unbekannt, weil ja jetzt nie wieder darüber geredet wird, fast nie wieder. Und die anderen sagen, Butscha, war das nicht dieses Massaker, was die Russen begangen haben, da in der Nähe von Kiew? Und genauso wurde es im Fernsehen uns verkauft. Die bösen Russen, die haben das Massaker gemacht und der Lavrov, der lügt, der sagt auch noch, er war es nicht, das muss inszeniert gewesen sein. Und es wird im Internet zensiert, da dürfen wir den Bürgermeister, der das Gegenteil sagt, ein Ukrainer übrigens, der sagt, die Russen sind ja jetzt weg und wo keine Leichen sind, den dürfen wir nicht sehen. Aber das ist der eine Beweis. Wenn der Bürgermeister selber das bestätigt, was die Russen sagen, das Außenministerium hat gesagt, wir sind abgezogen. Wenn der Bürgermeister das bestätigt und keine Leichen da sind, dann waren da keine Leichen. 2. Beweis, das Video der Polizei kann man finden. Ich gebe gleich die 3 Worte bekannt, wo man das auch sich anschauen kann. Und der 3. Beweis,
der ist meiner Meinung nach besser. Denn selbst wenn die Russen noch da gewesen wären, kann man anhand der Fotos, anhand der Bilder sagen, wer das war, ob die Russen oder die Ukrainer. Es waren die Ukrainer, die dieses Massaker gemacht haben, und das dürfen wir nicht erfahren, damit wir weiter für den Krieg sind, damit wir weiter die Ukraine mit Waffen beliefern. Und deswegen darf man auch nicht sicher sein, ob es denn jetzt die Ukraine war, die die Pipeline gesprengt hat mit den Polen, oder ob es denn die Norweger waren. Zusammen natürlich in beiden Fällen mit den USA, das ist auch klar. Die haben ja gesagt, sie wissen wer und sie wissen wie und wann, haben sie wohl auch gewusst. Also die Fotos zeigen das auch, wo man genau sieht, diese Ermordeten haben das Care-Paket der Russen auf dem Rücken oben liegen, und das macht kein Russe, dass er den anderen erst mit dem Care-Paket ausstattet, dann erschießt und dann das Paket schön sichtbar auf dem Rücken drapiert, damit man auch ja sieht, was mit den Leuten passiert, die Hilfe angenommen haben. Ich komme zum Schluss meiner Rede. Man kann diese Beweise anschauen und noch viele Dinge mehr, weil ich hier ja nur 10 Minuten hatte. Das heißt, wer jetzt ins Internet geht und gibt 3 Worte ein, nämlich Vortrag, Pfaff, Greifswald, der findet die Belege, denn in Greifswald war der Vortrag. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht glauben wollen, weil dann ihr Weltbild zusammenbricht. Wenn die USA diesen, die auch in Afghanistan gelogen haben, dass der Bin Laden so böse ist und jetzt was mit 9/11 am Hut hat, und dann hat man ja 2003, nachdem ABC-Waffen alle aufgeflogen sind, dass das lauter Lügen waren, also auch die C-Waffen hat ja Paul dann zugegeben, dann hat man gesagt, so, aber dann machen wir halt die 4. Lüge. Nämlich, das ist jetzt ein War on Terror. Haben wir mit jedem Bild gesehen, wo das Fernsehen wieder gelogen hat, mit jedem Bericht, den ich gesehen habe, hat das Fernsehen gelogen. Es gab keinen einzigen Bericht, den ich gesehen habe, ohne die Fußzeile unten War on Terror. Das scheint befohlen gewesen zu sein. Und wer hat es widerlegt? Wer hat gesagt, das stimmt nicht? Es war kein War on Terror. Das ist, damals hat er gesagt, das ist kein War on Terror. Das war immerhin der CIA-Direktor George Tenet, der gesagt hat, das kann man nicht machen. Der ist da zurückgetreten, dann hat gesagt, das ist kein Krieg gegen den Terror. Das ist nur ein illegaler Angriff. Und so wird es mit uns immer gemacht, uns wird es ins Gehirn geschissen, damit Leute so ein Plakat haben gegen Putin, aber ja, keiner ein Plakat gegen den General Schneiderhan zum Beispiel, den man genauso anklagen könnte jetzt wegen Beihilfe wie diese 99-jährige Sekretärin. Denn wenn der General Schneiderhan, und das muss man ihm wohl zugestehen, wusste, dass der Irakkrieg ein Verbrechen ist, aber ihn gefördert hat, wissentlich beigetragen, dann muss der Angst haben vom Kadi, dann muss der Angst haben vom Staatsanwalt und nicht wir, die wir sagen, wir sind für das Grundgesetz, wir sind für das Völkerrecht, für die Rückkehr zum Völkerrecht, für die Bewahrung des Friedens, und wenn das nicht anders geht, dann eben mit einem faulen Kompromiss. Aber erstmal müssen die Leute aufhören zu sterben, und dann muss man das Bestmögliche für beide Seiten rausholen und nicht sich gegenseitig an die Gurgel gehen und sagen, Putin hat aber, was weiß ich, was Böses gemacht. Nein, der NATO-Generalsekretär hat es ja bestätigt, warum Putin diesen Krieg auch noch führt. Es ist nicht nur wegen der Nazis. Das hat nur Putin gesagt. Der NATO-Generalsekretär damals, Jens Stoltenberg, hat gesagt, er führt diesen Krieg, weil wir die NATO ausdehnen. Und das ist meiner Meinung nach der wahre Grund, denn genau das, das haben auch andere gesagt, wie zum Beispiel Putin selbst. Oder wie der General AD Harald Kujat, 4-Sterne-General. Die Militärs sind alle einig, alle einer Meinung, alle hohen zumindest, einer Meinung. Auch der Mark Miley, der höchste US-Soldat, damals, jetzt pensioniert. Auch der hat schon gesagt, aufhören mit Waffenlieferungen. Auch die RAND Corporation, wir sind also schon ein großes Stück weiter, lasst uns weiterkämpfen, dass alle in den USA sagen, Schluss mit Waffen, denn die können es regeln, wir nicht. Vielen Dank. Florian Pfaff, Feuer außer Dienst.